Mein Name ist Blub. 00 Blub. Agent 00 Blub. Und manchmal müssen auch Agenten ein bisschen Musik hören, habe ich gehört. Ja, hallo und herzlich willkommen zu The Forest. Und diese Folge ist, wie ihr sicherlich sehen könnt, ein bisschen länger. Diese Aufnahmesession besteht nämlich nur aus einer Folge. Dafür ist dieser aber auch ein bisschen länger. Und das Ziel in dieser Folge ist es, dass ich mir die Taucherausrüstung hole, beziehungsweise den wichtigen Part. Ich habe ja schon meine 4 R-Kanister, nur den Taucheranzug an sich, den habe ich noch nicht. Und ich würde gerne mal in dieser Folge versuchen, ob ich mir den Taucheranzug nicht holen kann, denn wenn ich meinen Auftrag erfüllen will, brauche ich diese Taucherausrüstung auf jeden Fall, ansonsten kann ich mein Ziel gar nicht erreichen. Und guckt euch mal diesen Sonnenuntergang an. Ist das nicht herrlich? Ich würde mal sagen, wir schlafen. Oh. Es ist Nacht. Es ist mitten in der Nacht. Wieso konnten wir nicht durchschlafen? Haben wir Besuch? Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Mein Plan sah eigentlich vor, dass ich bis zum nächsten Morgen durchpenne. Und dann quasi, nun ja, wie soll ich sagen, mich dann quasi instant auf den Weg mache. Nachts kann ich mich doch eigentlich gar nicht auf den Weg machen. Ich meine, so bescheuert muss man erstmal sein. Ach komm, was soll's. So, oder bin ich aufgewacht, weil hier welche sind? Was ich übrigens mittlerweile weiß, ist, dass ich diese Sachen hier durchaus essen kann, wenn sie fertig sind. Genau. So, ich würde es gerne essen. Ich möchte nicht damit zuschlagen, ich möchte es gerne essen. Mmm, yum, 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 yum. Genau, die Essgeräusche kommen ein bisschen verspätet, das soll mich aber nicht stören. Komm, hier ist doch eine kleine Pfütze drin. Kann ich die nicht noch irgendwie ein bisschen trinken? Nee, kann ich nicht. Das ist ja super. Könnte mein Charakter vielleicht mal sein scheiß Feuerzeug wegstecken? Nein, kann er nicht. Das ist herrlich. Ich bin begeistert. Okay, mache ich mich jetzt echt auf den Weg? Boah, das könnte aber ganz schön tricky werden. Ich gucke gerade und mache nochmal kurz ins Buch. Was wollte ich hier denn noch hinbauen in Zukunft? Ich hatte mir ein paar Sachen überlegt. Ja, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Oh, hier, To-Do-List. Setup Camp. Habe ich doch gemacht. Aha, aha. Meine To-Do-List. Mhm. Uiuiuiui. Meine Güte, ey. Hier haben wir aber ein ganz schönes Buch. Infos über die Yacht. Ach du heilige Scheiße. Alter, hier steht ja alles drin. Mhm. Aha. Oh, es regnet. Das ist sehr, sehr gut. Das bedeutet, das hier dürfte sich wieder gut füllen. Ach, kann ich denn echt nicht schlafen? Und dieses Kackding hier, ne? Ich will nicht in der Nacht los. Verdammt, ich kann nicht schlafen. Ich könnte vielleicht nochmal rüber zur Yacht und da kurz schlafen. Da kann man ja auch schlafen. Tag. Ist hier jemand? Voila, ich erfriere. Leckt mich am Arsch, ich erfriere.
Verdammt, ich kann nachts nicht los. Erstmal hier ein bisschen Blätter sammeln. So, das Ding mache ich auch mal weg. Sie sind hier. Ich habe sie doch ganz eindeutig gehört. Ja, sie sind hier. Sie haben mich gefunden. Na, wo seid ihr, ihr kleinen Pisser, hä? Du bist eine Möwe. Ich friere und sie sind hier. Ah, da. Na, yes. Die Sonne geht auf, das gefällt mir. Da brauche ich gar nicht mehr schlafen. Die Sonne wärmt meinen erfrorenen Körper. Also, dieses Alpine Treehouse ist irgendwie noch ein bisschen buggy, möchte ich mal kurz anmerken. Tja, die Herrschaften haben sich anscheinend dazu entschlossen, meine Basis nicht anzugreifen. Ist auch ein bisschen schwierig, weil sie kommen hier schlicht und der Raffen nicht rein, es sei denn, sie lernen, wie man eine Tür benutzt. Sie könnten natürlich theoretisch immer noch versuchen, hier reinzuspringen über die Nacht. Ah! Hallöchen. Drei Stück. Entschuldigung. Hallo, 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 hallo ihr da. Du da, der da gerade den Baum hochklettert. Könntest du mir das vielleicht mal beibringen? Das würde ich auch sehr gern können. Habt ihr zufällig irgendwie was zu essen oder so? Also... Ich verstehe eure Sprache leider nicht. Hi. Ja, ich weiß, die Bäume, die... Was soll ich sagen? Ich brauchte das Holz halt. Ja, gut, das kann man jetzt natürlich auch so oder so sehen, ne? Man muss ja mal beide Seiten der Medaille betrachten. Ich versuche mich gerade mit ihnen zu unterhalten. Können wir uns nicht auf etwas einigen? Ich schlage euch einen Deal vor. Ich gebe euch Kekse und... Okay, Kekse findet ihr nicht so toll. Ich könnte auch Kuchen anbieten. Ich habe einen hammergeilen Schokokuchen. Ich sollte vielleicht nicht so nah hier rangehen. Macht's euch irgendwie Spaß, da rumzugammeln? Hör mal, Freund, ich wollte diese Folge mir das Atemgerät holen. Könntet ihr vielleicht... Jetzt sind ja schon vier. Was? Irgendwie bugge ich hier fest, wenn ich hier nah rangehe. Alter! Junge, mach jetzt keinen Scheiß. Nein. Okay, ich glaube, sie möchten mir zeigen, dass sie durchaus hier reinkommen können, wenn sie denn möchten. Boah, die können verdammt gut klettern. Also sie könnten hier locker reinkommen, sie könnten die Bäume hochklettern und dann hier einfach reinspringen. Ja, bitte? Ich habe nichts bestellt oder so, also heute jetzt mal ausnahmsweise nicht. Die gehen auch gar nicht weg, ne? Ich kann mir nicht zufällig einen Bogen quaffen, oder? Nee, kann ich natürlich nicht.
Ich hätte auch gar nicht genug Pfeile. Beziehungsweise generell Federn. Ja, ist mir schon klar, dass ihr... Was war das denn gerade, mein Freund? Es ist interessant. Es ist interessant, die Eingeborene zu beobachten. Kommt er jetzt hier hinten rum? Geben die eigentlich irgendwann auf? Ja, jetzt ist er hier. Ja, da ist auch zu, ne? Ich war flott, ne? Ich hab beim Heimwerker König höchstpersönlich gelernt, Tim Taylor. Mhm. Die verziehen sich jetzt echt. Cool. Moment, aber die haben doch jetzt irgendeinen hier zurückgelassen, oder? So, geht's euch da noch irgendwie ganz gut, oder? Muss ich irgendwie helfen kommen? Hm. Das ist interessant. Oh, jetzt aber hier, jetzt will das hier wissen. Ah, ob du es von dem Baum aus schaffst, ich weiß es ja nicht, mein Freund. Die rennen natürlich alle genau in die Richtung, wo ich gleich hin will. Bleibt ihr jetzt echt hängen und beobachtet mich? Hm, das ist sehr interessant. Also ich habe echt noch nie gesehen, wie sich die KI hier verhält, wenn man sie einfach nicht angreift. Also wenn man sie einfach komplett ignoriert. Hm. Die ziehen sich echt nach einer Zeit zurück. Das ist faszinierend. Aber ich glaube, sie werden wiederkommen. Sie werden definitiv wiederkommen. Und je mehr ich töte, desto mehr werden es. Und je mehr ich dann noch töte, desto mutantiger wird es. Muschiklaus, Galoppelheinz. Der Fette kommt vielleicht auch noch irgendwann hier in die Oberfläche. Okay, ich glaube, ich könnte es jetzt mal wagen. So, wie sieht es denn hier aus? Ah, sehr gut. Perfekt. Okay, Freunde, wollen wir da mal. Ich bin gespannt. Na, großartig. Alter! LOL! Alter! Du... Alter! Hat der megamäßige Seitenrollen gemacht? Ich glaube, es geht los. Okay, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass wir Leichen theoretisch, theoretisch verbrennen sollten. Wir bräuchten das aber für diese Effigies. Knochen wäre natürlich auch nicht schlecht für eine Knochenrüstung. Ich verbrenne mal die Leiche. Das Blöde ist, wenn man Leichen rumliegen lässt, dann lockt das die Eingeborenen durchaus an. Man hat also zwei Möglichkeiten. Man kann die Leichen benutzen, um sie zu verbrennen, dann kriegt man Knochen. Man kann allerdings die Leichen auch dazu benutzen, um sie zu zerhacken und daraus diese Effigies zu bauen, wovor die Eingeborenen ein bisschen Angst haben. So, der Stein, der kann mal weg. So, Freundchen, dauert das jetzt noch? Die haben ja echt einen zurückgelassen. Und das ging ja relativ schnell, möchte ich mal meinen. So, nehmen wir uns hier mal die ganzen Knochen. Den Kopf nehmen wir auch mit. So. Okay. Hätten wir
hätten wir schon mal den ersten Eingeborenen getötet. So. Ich weiß ungefähr, die Betonung liegt auf ungefähr, wo der Höhleneingang ist, wo es zum zur Taucherausrüstung geht. Denn genau die möchte ich mir diese Folge holen. Die Frage ist, ob ich da natürlich lebend hinkomme. Und ob ich es finde. Wir sind ein bisschen hungrig, das macht aber gar nichts. So, sehr gut. Uiuiui, da hinten kommen welche. Ich mache mich vom Acker. Verdammt, ich wollte eigentlich die Flare mitnehmen. Da hinten krüppeln welche rum. Ich weiß gar nicht, ob das ein Eingeborener war oder ein Mutant, den wir da jetzt eben erlegt hatten. Okay, ich bin hier, glaube ich, jetzt schon eigentlich fast zu weit. Ich esse mal gerade einen kurzen Snack. Da hinten sind die Container. Da ist der Höhleneingang zur Keycard. Den Höhleneingang, den ich suche, der müsste eigentlich irgendwo hier sein. Ich weiß, wie gesagt, nicht genau, wo er ist. Ich weiß nur ungefähr, wo er ist. Oh, blaue Beeren. Die esse ich doch gerne mal. Ich muss mal gerade wieder zurück zur Küste und mich ein bisschen neu orientieren. Okay, warte mal, da hinten sind die Container. Genau, da sehen wir schon einen Container. Dann müssten wir hier eigentlich grundsätzlich richtig sein. Da müsste dann, das müsste dann eigentlich schon irgendwo hier sein. Ich weiß es wie gesagt echt nicht, also ich war noch nie in dieser Höhle drin. Da muss ich tatsächlich ein bisschen suchen. Also es gibt zwei Eingänge, glaube ich. Ein Reh, auch nicht schlecht. Noch ein Reh, ist das ein gutes Zeichen? Ich weiß nicht, ob ich noch weiter in die Richtung hier muss. Wo ist dieser beschissene Höhleneingang? Hier ist ein Zeltplatz. Das ist gut. Ich glaube, der Höhleneingang war in der Nähe von einem Zeltplatz. Dann müsste das dieser Zeltplatz eigentlich sein. Bin ich hier richtig? Ich kann den Kochtopf nicht nehmen, ich habe schon einen. Was haben wir hier denn? Pilze, kann man die essen? Erstmal probieren. Ja, die sind nicht schlecht, nur ein bisschen Geld.
haben noch ein paar Sticks, hier haben wir noch ein paar Köfferchen. Alter! Hallöchen! Ja. Diese Koffer loote ich durchaus gerne. So, deswegen bin ich aber eigentlich nicht hier. Oh, ich kann schon keine mehr mitnehmen. Da brauche ich den einen ja gar nicht mehr zu öffnen. Okay. Na komm schon. Nein, du sollst nach unten hauen. Hier ist doch ein Koffer, Mensch. What the fuck, was knatscht hier so? Ach, hier kann ich auch speichern und schlafen. Gut zu wissen. Hm. Ui. Ich duck mich. Mittlerweile funktioniert das Crouchen ja auch. Okay, ich bin nicht mehr unsichtbar oder so. Verdammt, das Reh könnte mich jetzt eventuell verraten. Ich habe sie denn, glaube ich, gerade noch gesehen. Boah, das war knapp. Ja gut. Problem ist, also hier ist das Loch nicht. Ich hätte es mir noch mal angucken sollen, wo es ist. Nee, das sah auch anders aus, die Stelle. Die lasse ich mal zu. Die Stelle sah auch anders aus. Hm. Okay, in die Richtung. Da müsste es vielleicht irgendwie weiter hier sein. Wir müssen aber eigentlich schon relativ nah sein. Hm. Vielleicht hier bei dem Hügel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so megamäßig falsch bin. Ich muss doch einen von diesen beiden Höhleneingängen finden. Hier ist wieder dieser Baum. Das könnte ich auch mal mitnehmen. Das hier könnte es vielleicht sein. Das hier sieht vielversprechend aus. Ah! Na, sieh mal eine an. Das könnte es sein. Das könnte es echt sein. Ich kletter mal runter. Es würde ungefähr passen. Das hört sich ja wunderbar an. Bin ich da wirklich runter? Da sind welche. Meinen ersten Informationen nach sind bei der Route, die ich mir ausgedacht habe, keine.
Ich kann mich nicht komplett umdrehen. Das stört gerade ziemlich. Ich bleib mal hier kurz hängen. Okay, von wo kommt das? Das war zum Glück überhaupt nicht laut. Okay, ich habe ein kleines Problem. Wieso geht es hier in zwei Richtungen? Bin ich etwa doch falsch? Alter, das ist creepy. Habe ich mich da ein bisschen übernommen, eventuell? Das sieht mir nicht richtig aus, wo ich hier bin. Ich bin, glaube ich, gerade an einem Punkt gekommen, wo sich zwei Höhlen überschneiden. Das habe ich nämlich auch gesehen in meinen Informationen. Und ich glaube, ich habe gerade den falschen Eingang genommen. Da bewegt sich was. Da sind sie. Okay, ich brauche definitiv mehr Licht. Kommen die zu mir? Ne, die kommen nicht zu mir. Zur Not kann ich auch jederzeit wieder nach oben. Okay, wie ging das nochmal? Okay. Wie kann ich das jetzt anzünden? Okay. Okay, er ist tot. Okay. Er ist tot. Es kam kein weiterer. Das ist prinzipiell schon mal ein gutes Zeichen. Okay, er ist tot. Moment, kann man das nicht auch... Was ist, wenn ich das hier mache? Okay, und was passiert, wenn ich das hier anmache? Kann ich damit auch schlagen? Heiliger Scheiße. Was? Der Kapitän. Das ist doch der Kapitän, oder? Ich habe den Kapitän gefunden. Ich glaube, das ist er. Oh, hier ist ein Seil. Das nehme ich natürlich sehr gerne mit. Ist hier nur der eine? Ist noch ein Seil? Uiuiuiui. Was ist das denn? Ach so, hier kann ich nur ein Dingsstück mitnehmen. Was ist das? Eine Zeichnung von Timmy. Das schwarze Loch. Okay, das hier könnte ich theoretisch kaputt schlagen. Vielleicht bin ich hier doch richtig. Die Frage ist natürlich.
welche Richtung? Ich habe potenziell drei Wege. Kann es sein, dass es hier nach draußen führt? Ich sehe da hinten Licht. Ich glaube, hier geht es wieder nach draußen. Okay. Ich glaube, da hinten geht es nach draußen. Da geht es dann, wenn ich diese Holzwand da zerschlage, geht es dann tiefer in die Höhle. Hier ist auch noch etwas. Wieso ist der hier tot? Den habe ich aber nicht getötet. Sehr gut. Da könnte ich auch theoretisch genauso gut meine Axt eigentlich nehmen. Okay, wir looten mal gerade ein paar Koffer. Medizin kann ich natürlich mal wieder nicht nehmen. Theoretisch könnte ich dann auch gleich meine brennende Axt eigentlich verwenden. Ich meine, warum eigentlich nicht? Hm. Oh, das ist ja eine super Idee. Hm. Konnte man die hier nicht auch irgendwie öffnen? Ah, Hallöchen. Na komm. Okay. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich hier überhaupt in der richtigen Höhle bin. Ich weiß es nicht. Haben wir uns einfach mal die Tür selber aufgemacht. So, na komm. Okay. Hm, bin ich hier richtig? Ich bin mir irgendwie ein bisschen unsicher. Na, nein, großartig. Ui, ist das der Taucherhelm? Nicht der Taucherhelm, dieser Bauarbeiterhelm. Konnte man den nicht mal mitnehmen? Ach, na großartig, hier sind sie auch schon wieder. Komm.
LOL. Oh, Alter. Oh shit. Oh shit. Lauf! Lauf, 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 lauf! Ich seh nix! LOL, er ist über mir. Ich seh nix. Ja, komm. Du, Alter. Okay, er ist tot. Okay, der Typ ist definitiv tot. Okay, ich muss dringend wieder etwas sehen. Na komm. Okay, den Typen habe ich getötet. Den da habe ich auch getötet. Okay, dann habe ich den einen vorhin nicht getötet. Ich dachte, ich hätte beide getötet, aber dann kam der eine nochmal von hinten an. Okay, er ist auch tot. Boah, es war ganz schön knapp. Hier geht's noch weiter runter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier nicht so ganz richtig bin, wenn ich ehrlich bin. Wieso ist denn hier jetzt noch so eine Wand? Eine Flashlight. Ja, die kann man mal gerne mitnehmen. Wieso bist du denn jetzt hier? Sind das Herzen? Wieso kann ich diesen Bauarbeiterhelm nicht mitnehmen? Den konnte man noch mal mitnehmen, oder? Ich sehe hier echt nichts, ey. Für die Taschenlampe brauchen wir Batterien, ne? Wie viele Batterien haben wir? Batteries. 12 Stück insgesamt. Ich bleib mal erstmal hierbei. Ja, cooler, cooler, cooler. Ich kann das Ding nicht nehmen. Was haben wir hier? Hier ist nichts. Auch hiervon kann ich leider nichts nehmen. Wieso haben die das Item rausgenommen? Steht da drauf? Kann ich blöderweise nicht wirklich lesen. Alter. Licht geht doch nicht einfach aus. So, hier waren doch noch solche großen Kisten. Ah, hier zum Beispiel. Was haben wir denn hier drin? So wieder Stoff. Das ist ja super.
Ja, Stoff ist zwar schön. Okay, ich würde mal sagen, es ist Zeit, dass ich weiter runterkletter. Na, na super, das Ding wird natürlich instant gelöscht. Wo bin ich hier richtig? Bin ich denn jetzt gelandet? Ein Schädel? Hier geht's noch weiter runter? Ist wieder dieser ominöse Bauarbeiterhelm. Ich kann schon keine Schädel mehr tragen. Ja gut, dann noch weiter runter, ne? Könnte es auch mal einen Höhlenabschnitt geben ohne Kannibalen oder so. Darüber wäre ich übrigens sehr, sehr dankbar. Boah, erstmal ausruhen, ey. Ich bin so am Sack, ey. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier richtig bin. Ich höre Wasser. Hätte ich irgendwas sehen sollen? Eine Jesusfigur, wenn man das so interpretieren möchte. Moment, bin ich hier dann vielleicht doch richtig? Ich höre Wasser. Jawohl. Ich bin richtig. Ich habe die Tauchausrüstung. Halle fucking Luja. Freunde, die Taucherausrüstung. Genau deswegen war ich hier. Alles klar, wir machen hammerharten Abgang. Okay, raus hier. Na komm. Raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier. Ich will jetzt nach Hause. Boah, was eine Tour. Okay, kurz mal durchatmen. Ganz ruhig, kurz mal durchatmen. Na komm. Okay, und klettern. Na komm. Na komm schon. Okay. Keine Sorge, wir haben es gleich geschafft. Okay, wir kamen, glaube ich, von hier. Genau, wir kamen von hier. Kurz mal durchquatschen. Genau. Oh komm, ab nach oben, ab nach Hause. Na komm schon. Puh. Boah, das war schon nicht ganz ohne. Ich habe meinen Auftrag tatsächlich, beziehungsweise meinen Tagesquest. Boah, Alter, gerade mal ausruhen, nicht, dass ich runterstürze. Tatsächlich erfüllen können. Puh. Na komm. Oh.
Okay, ich muss in die Richtung. Oh. Oh Mann. Ich habe mehr gekämpft, als ich wollte. Bin ich ganz ehrlich, ich wollte gar nicht so viel kämpfen. Okay, ich sprint jetzt durch. Komme, was wolle, ich sprint jetzt durch. Ich will jetzt nur noch nach Hause und abspeichern können. Boah, was eine Höhlentour. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich den richtigen Höhleneingang finde und auch noch den richtigen Weg zum Tauchgerät finde. Damit habe ich ehrlich gesagt echt nicht gerechnet, besonders als uns auch noch hier Kannibalen angegriffen haben. Und einmal wurde es auch echt knapp, also der hätte uns fast gekillt, der eine. Ohne die Medizin wäre ich echt dran gewesen. Komm, lauf, Junge, lauf. Na, mal gucken, wartet hier wieder einer? Oh, sehr gut. Erstmal noch ein bisschen was trinken hier. So ein Ding haben wir uns eigentlich verdient. Und noch ein letztes Mal klettern. Na komm. Okay. Wir haben unser Tagesziel erfolgreich, erfolgreich geschafft. Wir haben das verfickte Tauchgerät gefunden. Und zudem noch einige andere coole Sachen, wie zum Beispiel dieses Bild hier. Haben wir diese Jesus-Figur eigentlich auch mitgenommen? Oh. Fragen über Fragen. Wir haben auf jeden Fall mittlerweile 18, ich weiß gar nicht warum. Und wir haben in dieser Folge echt einige Kannibalen kaputt geschlachtet. Einen hier draußen und noch einige unten in der Höhle. Und wir haben das Tauchgerät, oh Mann. Tja, Item 1 von 3 abgehakt bei mir. Die Keycard brauchen wir auf jeden Fall noch und die Kletterachse. Aber das Tauchgerät, das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz großer Pluspunkt. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge werden wir vermutlich mal wieder ein bisschen bauen. Und ja, dann irgendwann geht es los zur zweiten Höhlentour. Entweder erst die Kletteraxt oder erst die Keycard. Mal gucken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Ciao.